Es sieht aus wie aus einem Horrorfilm, doch diese Spinnennetze sind echt. Seit Mittwoch bedecken sie Bäume und Wiesen in der Nähe der Stadt Lezama in Argentinien. Der Grund ist das Wetter. Durch starken Regen sind in den letzten Tagen viele Flüsse in der Region über die Ufer getreten. Die Spinnen sammeln sich deshalb in den höher gelegenen Gegenden. Für Menschen sind die Spinnen aber nicht gefährlich.